Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit einer neuen Katjes Schock Yes veganen Schokoladensorte. Und wer hätte das gedacht? Wir haben uns echt gewundert vor ein paar Jahren. Katjes macht vegane Schokolade und das machen sie wirklich sehr gut. Im letzten Jahr haben die tatsächlich 4 neue Sorten rausgeballert. Die gibt's immer noch. Orange war dabei, Salted Caramel, eine Cookie-Sorte, werde ich euch hier am Ende des Videos verlinken. Und jetzt neuester Zuwachs in der Katjes veganen Schokoladenfamilie, Salty Pretzel. Wie geil klingt das denn? Salzige Brezel trifft auf leckere Schokolade. Ich wollte gerade sagen Vollmilch, nein, die Schokolade ist hier mit Hafer drin, wie die anderen Schokoladen auch. Und eigentlich kann man mit so einer Sorte nicht viel falsch machen, oder? Die ist jetzt brandneu, gibt es auch bei denen im Shop und bald im Supermarkt. Die Katjes-Tafeln hier haben eine ganz praktische Verzehrgröße, finde ich, von 50 Gramm. Wenn man da die Hälfte der Tafel isst, dann ist das nicht so übertrieben von der Portion. Und ich mache die auf und kann schon direkt sagen, yes! So muss eine Brezel-Schokolade von unten aussehen. Ordentlich viele Brezelstückchen drin. Und so sieht sie von oben aus und so sieht sie von unten aus. So, da wird jetzt mal ordentlich gegönnt. Voll geil. Es sind diese leckeren Snack-Laugenbrezeln, die hier als Stückchen drin sind und die super schön sind, weil sie so salzig sind und einen tollen Kontrast zu der süßen Schokolade bilden. Also, boah, hier mal eine Kombi aus Salty Pretzel, dann noch mit Karamell. Das wäre Explosion Food Orgasmus Deluxe. Dann könnte man direkt Junkfood Guru draufschreiben. Das wäre meine Sorte. Gesalzenes, genau, nee, Quatsch. Es reichen diese salzigen Brezel, aber dann noch flüssiges Karamell. Das wäre echt meine Sorte. Aber hier Salty Pretzel und Haferdrink. Einfach mega lecker. Die muss in jedes Standardsortiment, weil die rockt das Haus. Perfekt. Hab gerade gesagt, man kann nicht viel falsch machen mit so einer Sorte. Doch kann man, wenn zu wenig Brezel drin sind. Hier, perfektes Brezel-Schokoladen-Verhältnis. Ich kann dir auf einer Skala von 1 bis 10, gerade weil ich Brezel-Schokolade auch so liebe, ihr Lieben. Oh, ihr kennt ja wahrscheinlich die nicht vegane Brezel-Schokolade aus dem Aldi. Die finde ich auch so geil. Und die vegane Schokolade kann hier locker mithalten. Auf einer Skala von 1 bis 10. Kann ich dir nur volle Punktzahl geben. Ich glaube, besser kann man es einfach nicht machen. Hier oben könnt ihr übrigens den Kanal abonnieren. Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüss.